Dann begrüße ich euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Pillars of Eternity. Schauen wir mal kurz hier runter, da ist niemand. Schauen wir mal kurz hier rüber, da ist auch niemand. Jo, dann... Weiß ich auch nicht, ne? Dann schauen wir nochmal auf die Karte. Wir müssen dann tatsächlich die Treppe hier runter, ne? Und hoffen wir, dass da nicht noch eine Falle ist. War da drüben noch was? Nee, ne? Hoffen wir es mal, ne? Hoffen wir es einfach mal, dass da nichts war. Ist aber auch eine Brühe. So, ein Stockwerk weiter tiefer. Let's see what lies this way. Herzinfarkt. Vor mir zeichnet sich das geisterhafte, hohle Bild des Mannes ab, der bei meiner Erweckung anwesend war. Er wirft ein blasses, fahles Licht in den dunklen Korridor. Er begutachtet mich. You are from Kratu, my boy. Ja. Seine Worte sind das Echo einer lange vergangenen Zeit in meinem Geist. Und ich kenne die Antwort, bevor ich sie ausspreche, als hätte sie schon immer existiert. Tja, ich habe vor Jahren dort gelebt. Nee, ich bin dort geboren. Vielleicht bin ich dort geboren. Man weiß es nicht. A remarkable city. Truly one of the most impressive we have encountered outside of our own. Many exceptional people who have joined our cause come from Kratum. What made you decide to join our order? Ich habe keine Ahnung. Du sprichst in Rätseln. Ich blick doch nicht durch. Weiß doch nicht. Ich bin durch dunkle Zeiten gegangen. Nichts machte Sinn. Alles änderte sich, als euer Orden in meine Heimat kam. Ich war nämlich Sklave. Little makes sense in the false context much of the world has lived under for so long. It is by the mercy of the gods that our faith has been able to reach so many of the heathen in more recent times. Are you ready to take the oath to spread the word of the gods to the lost and heathen? Anscheinend bin ich bereit. Anscheinend bin ich bereit. Boah, ich hatte jetzt einen tollen Schreck bekommen, ne? So, dann schauen wir mal hier runter. Setz dich in Bewegung, Alot. Da ist jemand übrigens. Falls es noch niemand von euch gemerkt hat. Der Söldner beäugt mich misstrauisch, während ich mich nähere, und hält seine Waffe bereit. Was machst du hier? Du siehst nicht aus wie einer dieser Maskierten. Jo, ich muss mal sagen, ich habe meine Maske drin liegen lassen. Lass mich einfach vorbei. Er denkt vorsichtig nach, dann nickt er. Na gut, geh rein und melde dich bei der Alkolytin. Sie würde dann eine Aufgabe zuweisen. Sie müsste gerade mit ihrem Treffen im großen Raum fertig geworden sein. Sag mal, weißt du etwas über diesen Ort oder verraten wir uns da? Er schüttelt den Kopf. Soweit ich sagen kann, befinden wir uns unter Urfeuer, möglicherweise unter diesem zerstörten Tempel. Und was geht da drinne vor, weißt du, oder was? Ein Ratschlag, Freund, stell keine Fragen. Geh einfach und tu, was man dir sagt. Danke für den Ratschlag. Ah,
Sonst noch irgend... Alles klar mit euch? Ihr steht hier so rum? Oh, die Alkoholiden scheint... übel gelaunt zu sein. Das ist natürlich blöd, wenn die so übel gelaunt ist, ne? Dann könnte es sein, dass es ein schwerer Kampf wird. Hallo, Freunde. Wir wollten uns mal umschauen und der Alkoholytin sagen, sie soll sich verpieseln hier und soll dieses blöde Besielen... Alot schwankt und führt eine Hand an seine Stirn. Hustend und blabbernd taumelt er einen Schritt nach vorne. Back, you clod! Those hooded fiends are not to be trusted! Oh, jetzt habe ich irgendwas weggeklickt. Wie ist denn das passiert? Ich sag doch, das ist die Maus. Ich mach drei Kreuze, wenn ich die neue Maus hab. Verdammt! Er zieht eine Grimasse und schnappt nach Luft. Ist schon in Ordnung. Ich bin in Ordnung. Er hustet wieder. Das hier ist wahrlich kein Ort und nicht der beste für das Reden. Was tut mir? Warte mal. Elf, reiß dich zusammen. Also Alot ist auf alle Fälle so beseelertechnisch, ne? Die mag er gar nicht. Und da muss ich sagen, bin ich einer Meinung mit ihm. Von der anderen Seite der Tür kann ich Gemurmel und Gesänge hören. Anscheinend ist dort irgendeine Art von Ritual im Gange. Na komm, wir schauen mal mit Kapuze und Maske rein. Ich ziehe mir die Kapuze und die Maske über den Kopf. Sie sind unbequem, aber sie scheinen mein Gesicht zu verbergen. Ich habe eine Kapuze und eine Maske? Echt? Ich gehe mal alleine in die Kammer weiter. Ich glaube, das hätte ich nicht machen sollen, ne? Wo ist denn meine Kapuze und Maske? Das hätten sie ja wenigstens machen können, oder? Super. Mehrere verschleierte Figuren stehen in einer Reihe vor einer vermummten Frau. Die Gestalt an der Spitze der Formation nähert sich ihr, und die Frau legt ihre ausgestreckte Hand auf die Stirn des Fremden. Sie stehen in stiller Verbundenheit, während ich zuschaue. Einige Augenblicke später macht der Fremde einen Schritt zur Seite und nimmt wieder seinen Platz im Kreis um die Statue ein. Die Frau wendet sich zu mir um. Du bist spät, Tina. Ihr Gesicht ist zwar verborgen, doch ich spüre ihren Zorn in ihrer gefährlichen, tiefen Stimme und in dem plötzlichen Schweigen der übrigen in der Kammer. I've been waiting on your reports. Quickly now. State your name and purpose. Die Frau winkt mich mit dem Finger näher heran. Sie legt mir die offene Hand auf die Stirn und ich fühle die Hitze ihrer Handfläche durch das dicke Material meiner Kapuze. Ihre Stimme ist so leise und sanft, dass ich nicht sicher bin, ob sie laut oder nur in meinem Kopf spricht. Ich murmel mal undeutlich. Sie reißt die Hand zurück. Ja, das habe ich gewusst. Ein stechender Schrei ertönt unter ihrer Kapuze. Betrüger! Wer ist denn hier der Gefährlichste? Ein verschleierter Mann? Verschleierter Mann. Wahrscheinlich sie, ne? Obwohl, der sieht auch nicht gerade ungefährlich aus. Ich werde mal auf den da. Diesmal werde ich nicht mit Magie geizen. Geht hier hin.
Ja. Rollen? Wollen wir irgendwas rollen? Nee, das bringt nicht viel. Das bringt nicht viel. Momentan bringt eh noch nicht sehr viel irgendwas, ne? Könntet ihr die Tür aufmachen? Oh, der geht gleich hier hin. Moment. Da ist ja außerdem schon ein verschleierter Mann. Verdammt. Warte mal, dann... Ja, du bist ja schon richtig hier, ne? Zack. Dann... Wartet mal. Erstmal um den hier kümmern. Gwendolyn ist schon da, okay. Dann muss ich unser Freund hier... Der muss ich erstmal hier, ne, allein zurechthauen, schlagen. Dann machst du mal eine nekrotische Lanze. Du gibst uns allen ein bisschen, so, was auch immer du uns gibst. Du nimmst mal Ausdauer. Was haben wir hier? Die ist leicht verletzt. Nee, geh mal nicht auf der. Die ist ja die Haupt... Mach mal den von mir. Schön wäre es, wenn ihr den schnell niedermachen würdet. Das wäre wirklich ein Traum. Wartet mal, wenn wir den schnell niedermachen wollen, dann müssen wir den einmal... du könntest noch was machen für uns. Nämlich einen Verteidigungsbonus. Sehr schön von dir. So, jetzt aber. Gut. Jetzt könntest du mal hier ein bisschen loslegen. Ihr seid nicht schlecht drauf, merke ich gerade. Ihr seid nicht schlecht drauf, das könnte was werden. Du kannst einen Schuss feuern. Was machst denn du überhaupt? Kommst du überhaupt hier durch? Nee, ne? Ah, von mir aus. Ja, warte mal, dann mal den Hund ein bisschen zur Seite. Geht das? Danke. Das ist ja hier Mikromanagement, ne? Totales Mikromanagement. So, das hast du gut gemacht, Alot. Warte, ich hab... Machen wir es gleich nochmal, ne? Das hat gut gewirkt. Wartet mal, und du? Hast du schon deinen gemacht, oder? Hast du schon? Schutzkreis. Wartet mal kurz. Sieht nicht so aus, oder? Doch, Schutzkreis ist drauf. Dann, was kannst du noch? Gut, Willensbonus. Sag, du hast noch ein Ausdauer. Zack. Gut. So. Auf den verschleierten Mann. Sag mal, wartet mal. Der Hund, ehe er tot wird, könnte noch mal. Ne? Und unsere Gwendolyn, die hat ja auch noch was im Pad. Und unser Freund hier, der könnte... Wartet. Hier. Genau. So sieht's nämlich aus, ne? Und dann könntest du dich endlich mal mit ihr da hinten kümmern, ne? Warte mal, dann Gedwin. Geh mal mit hinten. Nee, du bringst mal hier das. Achso, ihr seid schon alle alt. Dann komm ich mit. So, warum rennst du wieder zurück? Also manchmal, ne? Manchmal ist es echt... Manchmal verstehe ich echt die Welt nicht. Ja,
Warte, dann haben wir noch einen. Der verschleierten Männer und dann wär's das, ne? Zack. Haut's ihn um. Haut's ihn aus den Stiefeln. Und vor meinen Füßen liegt am Boden der zerschlagene Körper einer Frau. Sie trägt eine schwarze Robe mit einem Abzeichen, der einem Schlüssel ähnelt. Als ich mich dem Körper der Toten nähere, greife ich wütende Gefühle, oder die greifen mich an. Die Stimme der Toten heult in meinen Ohren und ihr Nachklingen des Bewusstseins zerreißt mein eigenes. Ihre Essenz kribbelt mir durch die Knochen und Membranen. Sie füllt den Raum zwischen meinen Ohren und hinter meinen Augen und krallt sich tief, immer tiefer in mein Inneres. Ich sehe eine Versammlung von Männern und Frauen, die Roben wie die ihre tragen, ihre Gesichter aber hinter Masken verborgen haben. Ich sehe, wie sie sich ihr, die sie als Alkolytin kennen, einer nach dem anderen nähern, und sie legt jedem die Hand auf die Stirn und durchsucht ihre Gedanken. Sie prüft sie mit ritualisierten Fragen und sie antworten, dass ihr Eid durch den bleiernen Schlüssel versiegelt sei. Sie fragt jeden nach seinen Aufgaben, sie gibt ihnen neue, und das alles ohne Worte. Ich versuche mal die Aufgaben zu sehen. Ihre Essenz lodert auf und versucht, mein Blut zum Kochen zu bringen, meine Erinnerungen zu verbrennen und meine Knochen von innen zu sprengen. Doch zwischen den Schlägen sehe ich etwas anderes aufleuchten, einen Turm, einen Gefangenen und eine Ruine. Ich richte all meine Konzentration auf eine einzige Willensanstrengung wie eine scharfe Spitze, die die wütende Seele wie ein Insekt in einer Vitrine festnagelt. Als ich es unter Kontrolle habe, bin ich in der Lage, es und die drei Gedanken, die darin herumschwirren, zu untersuchen. Erstmal über die Gefangenen Fragen stellen. Wahrscheinlich erstmal über den Turm, ne? Wäre gescheiter gewesen. Er die Verbindung abbricht hier. In meinem Kopf erkenne ich ein Gebäude, herrlich mit Flechtwerk und Fliesen, an einer makellosen Prachtstraße gelegen. Die Wohlhabenden und Gelehrten gehen ein und aus und tauschen Wissen und Münze aus. Doch es beherbergt auch Elend und Wahnsinn. Irgendwo in seinem verfaulten Kern sitzt ein Mann mit verfilztem Haar, doch mit wachsamem Auge. Er beobachtet und wartet, ein Gefangener aus freiem Willen. Und der Turm? Ich sehe den Schatten einer Wohngegend, zerfallene Wohngebäude pflastern die Umgebung eines Friedhofes und eines alten Turmes. Wilde Gestalten schleichen durch die Straßen, und in dem Turm beugt sich ein Mann über einen seltsamen Mechanismus. Ich kann ihn nicht deutlich erkennen, er hat jedoch etwas Unnatürliches an sich. Irgendwo in der Nähe erkenne ich eine Frau mit einer Narbe über dem Herzen. Ich erkenne, dass sie etwas hat, das er braucht. Ich erkenne auch eine Tür im Erdgeschoss des Turms, eine scheinbar undurchdringliche Felsspalte oder, ja, nee, Felsplatte aus Stein und Kupfer. Doch dann zeigt mir die Alkolytin den unsichtbaren Spalt zwischen zwei perfekt auseinander oder aufeinander passenden Hälften, und ich verstehe, wie die Kupfervenen einen Befehl umsetzen. Ich weiß, die Tür oder wie die Tür zu öffnen ist. Dann schau mal rein. In die Ruinen. Ich sehe den Schatten einer Wohngegend, zerfallene Wohngebäude pflastern die Umgebung eines Friedhofes und eines alten Turmes. Wilde Gestalten schleichen durch die Straßen, und in dem Turm beugt sich ein Mann über einen seltsamen Mechanismus. Ich kann ihn nicht deutlich erkennen. Er hat etwas Unnatürliches. Das habe ich doch schon mal gelesen. In der Nähe kenne ich eine Frau mit einer Narbe über dem Herzen. Ich erkenne eine Tür. Ja, mit der Fels... jetzt habe ich nochmal selber. Ich weiß, wie die Tür zu öffnen ist. Die Vision der Alkolytin führt... Ach, vielleicht habe ich falsch gedrückt, oder? Führt mich aus Trutzbucht hinaus. Zu einer Stadt in der Wildnis mit einer Wassermühle. Auf einem Schild an einem der Wege steht Dürfurt. Mehrere Gestalten drängen sich zusammen, eingewickelt in Umhänge und Kapuzen. In meinem Kopf zeichnet sich plötzlich das Bild von Ruinen ab. Zwei skelettartige Abbilder flankieren einen Spalt in einer Gebirgswand. Dann weichen wir mal zurück. Diesen Ort sollte ich dann wahrscheinlich finden, ne? Ja, da oben steht's. Ja, ich weiß ja auch noch. Right. Tom, was ist denn los hier? Quest abge... Moment.
Wartet mal kurz. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Wartet mal kurz, denn wer hatte hier noch? Six, ne? Fünf. Hm. Die anderen haben ja alle Besseres an, ne? Ja. Ja, dich wollte ich nochmal schauen. Einzigartig. 13 bis 20. Nee, ist besser. Gut. Gut, 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 gut. Ich gebe dir mal diesen Machttrank. Zack. Jo. So, hier haben wir noch was liegen. Ja, ich glaube, meine Gwendolin hat da Besseres. Glaube ich zumindest. So, was haben wir hier noch? Aha. Na, wir sind mal lieber vorsichtig. Light, flame and sound. We'll keep to ourselves. Ach, das scheint ein Hebel zu sein, ne? Eine Vase hätten wir noch anzubieten. Oh, Moment. Um den Hals herum. Konzentration plus 10. Hm. Ja, wir haben hier aber noch einiges nicht erforscht, oder? Zum Beispiel hier. Hier geht's ja, da geht's ja Treppe rauf. Mach mal gleich. Wir erforschen aber noch hier weiter. Das würde ich ja gerne noch machen. Ja, was heißt denn das jetzt hier? Konzentration. Eigentlich. Ups. Warte, warte, warte. So. Konzentration legt fest, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Zauber der Angriff im Kampf unterbrochen wird. Hier den Schlossenheitpunkt für die Konzentration. Wie bei Angriffswürfen wird für jede Unterbrechung. Hm. Unterbrechung. Ja. Was hast du an? Ausdauerbonus. Nee, dann gebe ich dir mal die Unterbrechung. Und du hast Reflex. Ja, das ist nicht so schlecht. Das ist nicht so schlecht. Gut. Da ist eine Statue übrigens. Egal, ob mit Absicht oder als Konsequenz des flackernden Kerzenlichts, das Gesicht der verschleierten Statue ist fast unmöglich zu erkennen. Hm. Ich würde sagen, damit ja. Machen wir erstmal Schluss für heute. Ne? Wir gehen noch an die Stelle, wo es dann weitergeht. Und ich verabschiede mich schon mal. Ihr könnt der Truppe noch ein bisschen aufpassen, wie sie da so vor sich hinläuft. Ich mag euch, ich weiß auch nicht, ich hab... Hallo? Wo kommt denn ihr her? Sagt mal. Let's have it. Ihr habt doch eh keine Chance, oder? Naja, obwohl, schaut mal hin. Das sieht gar nicht so gut aus, merke ich gerade hier. Wer ist denn? Ach so, da ist jemand vorne, ne? Wartet mal kurz. Wartet mal kurz. Das ist ja gar nicht, die ist ja hier vorne. Na dann. Ist ja kein Wunder.
total falsch gelaufen, du. Der hier ist gefährlich, oder? Mach noch mal Durance. Hau noch mal Sagani an. Hier. Bitte schön. So, dann los. Ja, ich bin fast hinüber. Ja, wo kommen die denn her? Wo kommen denn ihr her? Sagt mal das. Psycho-vampirisches Schild. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, ne? Na, dann gehen wir noch bis dorthin, zumindest, ne? Vielleicht kommen ja noch fünf Wellen dieses Söldner an. Tatsächlich. So, dann ihr beide hier hin. Ihr. Lass. Dann können wir mal rasten, ne? Nach dem. Vielleicht. Wartet mal, dann. Hallo, du kannst nochmal vor. Und du kannst hier nochmal was. Check. Ausrichten. Dann könntest du eigentlich auch nochmal. Upsa, wohin gehst du? So, hier. Ja. Gedwin, alles klar. Geh doch mal hier rüber. So, auf geht's. Warte mal, du kannst dich eigentlich mal selbst heilen. What? Sag mal, ihr seid noch bereit, oder? Warte mal. Mach mal hinten den Zauberer ein Gar aus. Warte, was haben wir noch? Eine nekrotische Lanze. Und er geht langsam auf denjenigen zu. Ah. Ach so. Ach so, jetzt, ich verstehe. Ja. Wir sind ja, dass die noch so loyal sind, ne? Die Söldner, sehr schön. Jetzt verstehe ich es erst. Ist ja klar, ja, der ich, ja, ich verstehe. Ist mir klar. Ist mir ja klar. Na. War mir nicht so klar am Anfang. Oh, habt ihr es gesehen? Wumm! Tja, mein Freund, das war's mit dir. Hättest du lieber, es wäre ehrenhafter gewesen, abzuhauen. Nein, nicht ehrenhafter, aber. Also besser für die Gesundheit. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir eure Alkolydenmeisterin ins Reich der Träume befördern, ne? Ich sag mal so. Dann, na? Versteht ihr? Das, also ich wäre an eurer Stelle fort. So, da, nächster. Was humpelst denn du? Warte mal, das könnte eigentlich mein allzu treuer Hund hier erledigen. Hallo? Könntest du bitte? Und weiter geht's. Du hast keine Chance, mein Freund. Selbst mit deinen drei Zauberern um dich herum. Halt, was haben wir hier?
ein Öl. Ja, nee, bringt nicht viel. Ja, warte mal. Wir sind mal lieber vorsichtig. Of course. Obwohl, da kann keine volle dran sein. Ich glaub's, ne? So, jetzt ist aber gut. Ich muss jetzt Schluss machen. Ciao, ciao.